Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Mr. Superplus, ich grüße dich. Entschuldigung, wie im Stream schon angekündigt, werde ich heute die Gewächshäuser, die neuen von Fett setzen. Dafür habe ich mir Feld 20 ausgesucht. Und mal schauen, wie wir das so im Ganzen hinbekommen. Ob es schön wird oder nicht schön wird, das entscheidet dann die Deko. Ich mache da ein bisschen Musik an. Das ist nicht ganz so langweilig, was ganz so langweilig nicht so eintönig ist. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Im Vorfeld habe ich das Feld, ich werde die auf Feld 20 platzieren. Hab das Feld schon im Vorfeld gekauft. Ein LKW habe ich mir zugelegt. Siehe da an, mit einer vollen Plane. Was ich nie verstehe, ist, dass die immer wieder, also wenn man die gekauft hat, haben die immer eine Tür offen. Entweder die linke oder die rechte Seite. Gut. Also als erstes würde ich jetzt das komplette Feld bemalen mit Gras. Ganzen. Machen wir das hohe. Wir machen erstmal das normale Gras. Ja. Läuft ja schon wieder bestens. Und wie ist es Ihnen so? Heute wieder schön gearbeitet? Ach, 18 hast du Gewächshäuser. Wo haben wir denn die 8? Acht? 15, 16, 17, 19. Das hier die 18? Nee, wo ist denn die 18? Rechts oben über der 19. Was habe ich denn da stehen? Was hat denn da? Ach, das sind die normalen Gewächshäuser. Ach, die hat. Das war ich ja nicht. Das. Die hat, ja, das ist ja das Safe Game, was damals Panic Pity mir gegeben hatte, was er mal gemacht hatte für die Community. Und ich habe mir das nie ganz so angeschaut. Was machen wir denn? Nehmen wir das, den Platz hier oder machen wir Feld 20? Frage. Sieht denn das von oben aus? Nee, ganz ehrlich, ich nehme Feld 20. Ich hatte mir da schon ein bisschen was so überlegt. Das hinbekomme, wird sich zeigen. Aber ich finde im Feld 20. Das war mir ein bisschen zu klein, das Feld 18.
So. Hey, ein bisschen zu klein. Mir schwebt da wieder was Größeres vor. Da hinten malt er mal wieder nicht richtig. Sehr verwunderlich. Hallo Alex, ich grüße dich. Hallo Universum. Heute ist der Deko-Stream. Macht die Marsch schöner. Kennst du eigentlich, Alex, meine Projekte, die ich jetzt hier bisher gemacht habe? Ach, das täuscht. Auf Feld 20 will sonst so keiner was machen. Also Universum, Alex, wenn ihr möchtet, können wir ganz kurz mal einen Rundgang machen. Die Teile, die ich schon, die Bereiche, die ich schon dekoriert habe und etwas gestaltet habe. Als kleine Vorgeschichte, das ist das Safe Game von Panic Pity, was er mal gemacht hatte für die Community, und ich habe mir das geschnappt und mache da eigentlich jeden Donnerstag ein bisschen Deko. Bin ich. Da will er nicht malen. Da sträubt sich das Feld. Also, ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen. Hier ist ja das Kieswerk. Und wir müssen da natürlich von vorne anfangen. Wir fliegen da mal ein bisschen drüber, dann sieht das besser aus. Also das ist dann jetzt eben die Zufahrt. Habe ich Rennen nicht eingeschaltet? Mann, 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 Mann. Quatsch. Ah. Das ist eben jetzt die Zufahrt zu dem Kieswerk. Ah, eben mit verschiedensten Texturen. Silo steht Licht. Licht dann etwas installiert. Ein paar Winkelsteine, die aus dem Kieswerk gekommen sind, als Straßenmarkierung gebaut. Giftfässer gefunden. Und hier gibt es dann auch noch eine wilde Müllkippe. Das ist so das Kieswerk. Ob ich euch mal meinen Jugendknast zeige? Das ist die Textilfabrik. Sieht aus wie ein Knast fast, ne? Also durch die Rasengittersteine und alles.
Und wo ich immer noch nicht ganz fertig bin, ist dann eben mit dem Hof. Hier ist eben vom Achim die Werkstatt, ganz direkt zum Anfang. Das ist auch so etwa dem Hof von Fett nachgebaut. Hier die ganz rechte Seite muss ich noch machen. Hier sind wir soweit fertig. Dann hast du dann eben hier deine Hauptfahrstrecke. Hast hier dann eben die Hallen, Schweine und die Kuhställe. Hier hast du so einen kleinen Chill-Out-Bereich direkt am Schweinestall. Die Kuhställe dann eben. Hier unten ist ein kleiner Teich angelegt. Wenn du mal auf Toilette musst, haben wir auch ein super sauberes WC. Ja, also kann ich nur empfehlen. Und das Modernste, was es gibt heutzutage. Und das sieht dann. Nachts dann dementsprechend so aus mit den Gartenlampen. Und alles eingefahren mit AD. Von daher aus kann man das auch direkt nutzen zum Spielen. Gibt noch ein paar kleinere Highlights, aber ich denke mal, das reicht fürs erste Mal. So, wir machen jetzt immer noch die Gewächshäuser. Ist auch noch mal zu donnern. Ich hab doch Angst bei Gewitter. Insgesamt muss man 8 Stück setzen, ne? Sehe ich das richtig? Gibt 8 verschiedene Sorten, oder? Hier ist der Anlieferpoint wahrscheinlich. Hier wird alles angeliefert. Da ist Wasser. Und da wird abgeliefert. Ah, okay. Danke. Ach, wie setzen wir die denn jetzt am besten? Ich wollte die ja eigentlich so im Halbkreis setzen, aber das können wir dann wieder vergessen. AD muss ja auch Platz haben, ne? Haben wir die Hauptstraße. Hier muss ich ja nicht hin. Wir fahren die Aufladepunkte. Ich glaube, wir fahren das alles rückwärts an. Wird jetzt hier hinsetzen. Reichen, das müsste gehen.
Jo, dann haben wir die 8 Stück gesetzt. Fliege ich noch? Ich fliege noch. Das ist dann 3. Das ist 0,3. Das ist 0,4. Ja, das ist jetzt ein bisschen eintönig. Weil es eben so viele Gewächshäuser sind, ne? Aber ihr könnt gerne mal einen Schwung aus eurer Jugend erzählen oder so. Oder Universum, du sagtest, du kennst die Marsch in- und auswendig, also das heißt, du spielst schon länger LS, ja? Guten Abend, RGM. Oh, zum Glück ist der Chat über 18 bei der Musik. Ich kann da nichts dafür. Das ist nicht. Hallo Tamara. Ah, und direkt auf die Couch. So kennt man die Tamara. Oh, okay, ich habe erst Anfang des, also Dezember, habe ich erst angefangen mit LS zu spielen. So, dann machen wir hier mal. Sechs null eins ab. Aufladen, nicht ab, sondern auf. Das wird dann hier der Punkt. Nee, hier doof, der will nicht immer die Punkte markieren. Wächst. 02 auf. Du hattest deine Marsch noch gar nicht abgedatet. So, dann haben wir noch hier Gewächs 04 auf.
Vorne ist Wasser, wenn ich das richtig sehe. Ach, auf der Thüringen. Wie kommst du denn auf die Thüringen? Verstehe ich gar nicht. Ich werde jetzt aber nicht alle Punkte einfahren, weil wir wollen ja nicht spielen direkt, wir wollen ja nicht beladen, sondern ich will das einmal nur kurz testen, ob das funktioniert und dann fangen wir an, wenn wir die Strecken so etwa haben, wenn ich die so etwa habe, dann fangen wir an mit dekorieren. Sonst sitzen wir hier den ganzen Tag am AD einrichten und haben dann hinterher nur eine grüne Wiese. Ja, nee, ist klar. Randsteine, ne? Ja, ist klar. Ja, ich will nur die AD-Kurse so in etwa haben, dass ich dann dementsprechend dekorieren kann oder Randsteine setzen kann. So, jetzt brauchen wir noch einen. Der war falsch. Einmal eine Rückwärtsspur. Quatsch, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Da kommt doch gar keine Rückwärtsspur hin. Der muss ja hier rauf bis hier hin. Wird interessant, ob das funktioniert. Die ist nicht blau geworden, ne? Nö, ist nicht blau geworden. War ich wohl zu schnell. Oh, jetzt ist sie blau geworden. Das wird interessant, ob das klappt. Heißt, wir haben ja hier schon die Fahrspuren. Die nehmen wir erstmal weg. Ist noch von der Feldumrandung. Ich bin ja gespannt, ob das so klappt. Aber wenn ich jetzt direkt, das ist die Ausfahrt. Das heißt, wir kommen von da. Dann fahren wir hier rein. Fahren hier einmal im Kreis und können dann hier so zu reinstoßen und hier fahren wir dann wieder raus. Er fährt dann zweimal im Kreis, ne? Schauen wir mal, ob das überhaupt so klappt, wie ich mir das vorstelle.
Ja, falls euch ein bisschen, ne, ihr nicht allzu viel zu tun habt, könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen, wer das noch nicht gemacht hat. Vielen Dank für den Follow. Und willkommen im Madhouse. Natürlich eine weite Strecke, was die jedes Mal fahren müssen. Das so lasse, das weiß ich noch nicht. Die AD-Fahrer erschlagen mich. Die proben doch nach der ersten Fahrt hier lang einen Aufstand. Die wollen doch dann nicht mehr für mich fahren. Aber wir probieren es erstmal. So, hier drehen wir. Sieht noch nicht ganz so hübsch aus. Wir lassen die direkt an den Wasser vorbeifahren. Aus dem Grunde, dann können wir den Platz hier im Inneren für Deko benutzen. Das ist eine große Strecke, was ich ja hier gemacht habe. Große Strecke, lange Strecke. Mann, 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 Micha. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Den einen vergessen. Kommt. Hier geht erstmal weiter. Euch brauche ich später. Morgen ist wieder Multiplayer auf der Thüringen. Da spiele ich zusammen mit dem Super Plus und dem Minion. Super Plus nimmt sich morgen eine Auszeit, der möchte nicht mit uns spielen. Angeblich muss er, ne, privat weg. Aber kann ich gar nicht verstehen. So, nochmal auflösen. Dann hätten wir es eigentlich so weit.
würde jetzt ganz ehrlich, das ist weit. Der ist ja hier nur mit Kreisen beschäftigt. Der fährt jetzt einmal hinten rum, kommt dann hier vorne hin und lädt ab. Der muss hier drehen. Was wird sonst? Oh, die Hof Bergmann. Sehr schöne Karte. Eine wirklich schöne Karte. Die hatten wir uns auch angeschaut. Aber uns dann für die Thüringen entschieden. Hätte doch hier einfach machen können. Braucht doch den Weg hier gar nicht. Mann, 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 Micha. Was machst du schon wieder? Ja, die Hof Bergmann ist wirklich eine schöne Karte. In meinem Single-Spielstand habe ich Enten von der Hof Bergmann auf meinem Hofteich. Könnte ich hier eigentlich mal ganz kurz zeigen. Feld 10, die müssten hier auch drinnen eingebaut sein in der Karte. Aber, also... Ich habe in meinem Singleplay, habe ich auf Feld 10 meinen kompletten Gerätehof. Und da habe ich hier in der Mitte einen Hofteich und ich habe dort Enten eingebaut in die Map. Und die müssten eigentlich hier jetzt zu sehen sein. Da sind sie. Die schwimmen jetzt natürlich hier auf dem Acker rum. In meinem Singleplay sieht das etwas anders aus. Da ist dann Teich ja. So. Wo war ich? Feld 20, ne? War ich. Sind ja immer noch Quarten. Ja. Der wird nicht funktionieren, weil der falsch rum ist. Den höher. Ist daran. Sieht etwas verworren aus, ne? Ich hoffe, ich weiß, was ich hier tue. So, das war jetzt Gewächs 01 auf. Mal gucken, was er dazu sagt. So. Das ist eine eindeutige Ansage.
weil jetzt? Ah. Ah, das wird zu wenig sein. Da kommt er nicht rum. Da kommt er nicht rum. Das wird nichts. Das heißt, wir gehen hier einfach ein bisschen raus. Wenn wir ja. Ach nö, du fährst jetzt nicht nochmal die Strecke. Ja, jetzt gucken wir dann noch mal, was er jetzt hat. Sieht gut aus. Wenn er da jetzt gleich wieder rausfindet. Als hätte ich jahrelang nichts anderes gemacht. Die AD-Kurse bauen. Das noch gleich ein bisschen näher ran. So, mal gucken, ob der jetzt einfach zum Einkauf fahren kann. Auf Bahnhof. Ob er da rauskommt. Autsch, Autsch. Sag, wenn du irgendwelche Fragen zu AD hast, ne, trau dich ruhig. Wir sind hier in einem Deko-Stream, auch sonst in meinen Streams. Ich bin der Letzte, wenn ich es weiß, dass ich es nicht erklären würde, ne? Also du kannst da jederzeit gerne Fragen stellen. Auch welche Maustasten und so weiter. Wenn das nicht so bewusst ist oder so, kann ich meine wie welche Taste ich auf der Tastatur und Maus drücke, kann ich dann gerne sagen. Das ist überhaupt kein Thema. Dann habe ich auch mal was zu sagen. So, ich habe jetzt linke Shift-Taste gedrückt.
und die linke Maustaste und habe die jetzt als Nebenstrecke markiert, also in gelb gemacht. Das ist jetzt eine in beidseitigen befahrbar AD-Strecke und als Nebenstrecke und somit zählt die 20-fach mehr. Oh, der Herr Farmer. Ich grüße Sie herzlichst in meinem Stream. Ich bin gerade dabei, die Gewächshäuser zu setzen. Ich habe jetzt den ersten Aufladepunkt gemacht. Ich werde aber nicht alle Aufladepunkte machen. Was ich jetzt nochmal machen werde, ist ein Abladepunkt, ob das dann auch so gut funktioniert. Die AD-Punkte sammle ich jetzt hier erstmal, ne? So. Das heißt, wir brauchen ja jetzt noch. Wasser muss man nicht haben. Das ist ja nur ein Deko-Stream, ne? Wir wollen ja nicht, dass es funktionsfähig ist komplett. Kann ich ihn. Muss ich da drei. Ich muss mal gucken. Mache ich denn das am besten? Warenannahme, Paletten. Hier wird Herbizid. Dünger. Wird gut. Okay. Dann machen wir noch 3 Punkte. Das wird Gewächs 01 Liquid. Ab. Kommt dann hier hin. Dann wird das Gewächs 01 Paletten ab. Der kommt hier hin. Und dann haben wir Gewächs 01 fest ab. Also fest für Feststoffe. So, hier vorne den mache ich. Wasser ist normalerweise auch Liquid, aber da mache ich dann eben einen eigenen Wasserträger. Die AD-Punkte kommen hier erstmal wieder an der Seite. Eigentlich kann ich die auch löschen. Dann so und so nur. Werde ich so und so dann irgendwann noch machen. So, dann haben wir hier hinten fest. Feldumrandung geht auch weg, die Fanglinie. Hier haben wir Liquid. Hier haben wir Paletten. Da der rückwärts ranfährt, sollte das okay sein. Den noch etwas nach hinten. Und dann fangen wir an, ne? Dann gehen wir noch einmal zurück. Natürlich habe ich jetzt mal wieder meinen LKW hinweg.